Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD hat diese Aktuelle Stunde beantragt mit dem Titel „Kurzarbeit hilft vielen hessischen Beschäftigten und bedeutet nicht, wie Friedrich Merz behauptet, sich daran zu gewöhnen, ohne Arbeit leben zu können.“ Und es liegt mir ja fern, die Wahl zum Parteivorsitzenden der CDU mich da einzumischen. Aber unzweifelhaft ist Friedrich Merz die richtige Wahl, wenn man als Partei einen sozialchauvinistischen Neoliberalen als Vorsitzenden haben will, politisch rückwärtsgewandt und antiquiert. Das zeigen seine jüngsten Äußerungen zu Homosexualität, aber auch seine Äußerungen zur Kurzarbeit. Wer gut lebt von Sitzungsgeldern aus Aufsichtsräten, wer über ein Millionenvermögen verfügt und dann Ratschläge an vermeintlich arbeitsscheue Kurzarbeiter oder Lehrkräfte gibt, der hat von den wirklichen Sorgen der Menschen in diesem Land keine Ahnung. Wenn Merz zur Kurzarbeit nur einfällt, davor zu warnen, dass man sich nicht an ein Leben ohne Arbeit gewöhnen dürfe, dann ist das eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit gegenüber den Eltern, die monatelang Kinderbetreuung und Berufstätigkeit unter einen Hut bringen mussten, die morgens um 5 aufgestanden sind und spätabends ins Bett gegangen sind, damit sie Haushalt und Homeoffice erledigen können, während die Kinder schlafen. Viele haben deutlich mehr gearbeitet als sonst, und besonders stark betroffen davon waren Frauen, meine Damen und Herren. Und denen so etwas zu sagen, ist eine Frechheit. Und es ist auch eine Frechheit gegenüber Menschen, die unverschuldet erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, die nicht wissen, wie sie ihre Miete und ihre Rechnung bezahlen sollen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben. Was denken denn entlassene Minijobber in der Gastronomie, die Beschäftigten bei Conti oder in der Veranstaltungsbranche, wenn Merz sagt, man müsse endlich zurück an die Arbeit, was diese Beschäftigten herzlich gerne tun würden, und sie dürften sich nicht ans Nichtstun gewöhnen? Das ist zynisch, meine Damen und Herren, und deshalb ist es richtig, das auch hier zum Thema zu machen. Und wenn Merz andeutet, dass Lehrer sich vor der Arbeit drücken würden, dann ist das ein Hohn gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, aber auch gegenüber Erzieherinnen und Erzieher, die sich und ihre Familien einem gesundheitlichen Risiko aussetzen müssen, um das Bildungssystem am Laufen zu lassen. So viel zu Herrn Merz. Die CDU hat es ja im Dezember in der Hand, ob Herr Merz wieder in der verdienten öffentlichen Versenkung verschwindet und uns solche Äußerungen in Zukunft erspart bleiben. Reden wir jetzt über die wirklichen Sorgen der Menschen. Und im August waren in Hessen immer noch 375.000 Menschen in Kurzarbeit, fast jeder sechste Arbeitnehmer. Und das bedeutet ganz enorme Einkommensverluste, gerade für die, die vorher schon wenig verdient haben. Das Positive ist, ja, diese Menschen haben ihren Arbeitsplatz noch. Und das Loblied, das die SPD jetzt gerade auf die Kurzarbeit gesungen hat, ist insofern natürlich richtig, dass die Kurzarbeit ein wichtiges und ein notwendiges Instrument ist und dass es natürlich richtig war, dass es verlängert wurde. Trotzdem will ich aber noch einmal auf ein paar Probleme und ein paar Knackpunkte hinweisen. Es ist ein großes Versäumnis, dass das Kurzarbeitergeld nicht an Weiterbeschäftigungsgarantien gekoppelt wurde. Und Continental ist doch gerade ein Paradebeispiel dafür, dass erst Kurzarbeitergelder und Liquiditätshilfen kassiert werden, dann Dividendenausschüttungen an Aktionäre gemacht werden und jetzt ein massiver Stellenabbau samt Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland verfolgt. Gestern hat der Aufsichtsrat die Schließung der Werke in Kamen und in Aachen beschlossen. Und unsere Solidarität gilt den Beschäftigten bei Conti, aber auch den Beschäftigten bei allen anderen Unternehmen, die gerade um ihre Arbeitsplätze kämpfen, bei ABB, bei der Fraport, bei Lufthansa, bei Karstadt und bei allen anderen Unternehmen, wo gerade Massenentlassungen anstehen. Es muss in Zukunft ausgeschlossen sein, dass Beschäftigte mit Lohneinbußen in Kurzarbeit geschickt werden, die Unternehmen aber weiterhin Boni und Dividenden auszahlen. Und Betriebe mit Beschäftigten Kurzarbeitergeld beziehen, die müssen doch verpflichtet werden, zumindest erst einmal im Anschluss auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Es ist ungerecht, dass Unternehmen bei Kurzarbeit 100% der Sozialbeiträge erstattet werden, aber die Beschäftigten erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Und da ist natürlich das Kurzarbeitergeld deutlich niedriger als das Gehalt, nämlich eben nur 60 bzw. 67% davon. Und gerade Menschen mit niedrigen Einkommen, Teilzeitbeschäftigte, kommen so kaum über die Runden. Und auch das trifft wieder ganz besonders Frauen. Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede werden so noch verschärft, meine Damen und Herren.
Und wer vorher schon einen Niedriglohn hatte, der kommt jetzt überhaupt nicht mehr über die Runden. Deshalb muss das Kurzarbeitergeld dringend erhöht werden. Und natürlich wurde auch anfangs viel Potenzial verschenkt, weil die Kurzarbeit nicht konsequent zur Weiterbildung genutzt wurde. Das wurde jetzt geändert durch die Bundesregierung. Das war auch eine Forderung der LINKEN, und das halten wir für richtig. Um zum Schluss zu kommen, das Kurzarbeitergeld hat also viele Jobs gerettet, vor allem in größeren Betrieben. Haben nicht alle Menschen davon profitiert. Wir haben häufig über die Solo-Selbstständigen geredet. Aber eines hat das Kurzarbeitergeld ganz sicher nicht die Menschen faul gemacht. Und deshalb Ihnen Menschen vorzuwerfen, sie würden sich ans Nichtstun gewöhnen, ist faktisch grundfalsch und es ist menschlich unanständig. Und ich denke, in dieser Krise brauchen wir vor allem eins, Solidarität. Was wir nicht brauchen, ist Friedrich Merz. Vielen Dank.